Ein Konflikt, der seit über einem Jahrzehnt in den Niederlanden wütet. Ein Konflikt, der immer neue, schockierende Geschehnisse schafft und bei der die Grenzen jedes Mal aufs Neue verschoben werden. Der Ursprung ist klar. Eine fehlende Lieferung von 200 Kilo weißem Gold im Hafen von Antwerpen im Jahr 2012. Die Lieferung wird aufgenommen. Aber von wem? Wurde sie vom Zoll beschlagnahmt? Landete sie doch auf dem Markt? Oder wurde sie von den Turtles genommen? Es gibt viele Geschichten im Umlauf, aber was steckt wirklich hinter dem Ganzen? Eine Sache, die ganz klar war, war, dass der Konflikt nicht mehr hinter verschlossenen Türen ausgetragen wurde. Nicht einmal die Öffentlichkeit war sicher. Zu diesem Zeitpunkt könnte jeder Tag für irgendjemand der letzte sein. Unschuldige Zivilisten wurden zum Ziel von jungen und rücksichtslosen Jugendlichen, die kamikazehaftige Aktionen ausführten, ohne die geringste Ahnung zu haben, was sie genau taten. Niemand war sicher. Dies ist die Dokumentation über den Mokro-Konflikt. Basierend auf den zuverlässigsten verfügbaren Quellen, durchgesickerten PGP-Nachrichten und den Aussagen der Beteiligten wird jeder Akteur vorgestellt sowie jedes Ereignis detailliert erläutert. Alles begann im Jahr 2012 in der Unterwelt von Amsterdam. Männer, vorwiegend marokkanischer und antillianischer Abstammung, schlossen sich zusammen und beteiligten sich am Drogenschmuggel. Gemeinsam mit anderen Gruppen hatten sie eine Lieferung von etwa 200 Kilogramm Kokain, das einen Wert von mehreren Millionen hatte, investiert, die den Hafen von Antwerpen erreichen sollte. Gwenet Marta, ein niederländischer Krimineller antillianischer Abstammung, leitete das Geschäft. Hussein Eid S. und Benauf A. waren niederländische Kriminelle marokkanischer Abstammung und waren ebenfalls in die Lieferung involviert. Merkt euch diese drei Namen gut. Es gibt einen routinierten Ablauf, der in der Regel wie folgt abläuft. Der Kontakt in Südamerika sendet seine Ware an den Hafen von Antwerpen, oft versteckt in einer Obstladung. Die Gruppe hat mehrere Hafenarbeiter von Antwerpen unter Vertrag, die manipulieren können, ob ein Container gescannt wird oder nicht. Diese Hafenarbeiter stellen sicher, dass der Container nicht gescannt wird und ohne Probleme jegliche weitere Inspektion durchläuft. Der Zoll im Hafen von Antwerpen scannt und inspiziert nur einen von 42 Containern, die in ihren Hafen gelangen, was etwas mehr als 2% aller Container entspricht. Sobald der Container im Lager landet, teilt ein Hafenarbeiter der Gruppe den Standort mit. Die Gruppe schickt dann ihre Leute, um das Kokain aus den Containern zu holen. Das Zeug wird dann sicher nach Hause gebracht und jeder Beteiligte bekommt seinen Anteil. Mission erfolgreich und weiter zur nächsten Ladung. Relativ einfach und unkompliziert, oder? Leider lief es mit dieser Lieferung von Gwenet, Hussein und Benauf nicht so reibungslos ab. Ganz und gar nicht. Die Lieferung traf planmäßig ein, verschwand jedoch. Es war unklar, wo sich die Lieferung befand, der genaue Standort im Hafen war unbekannt. Die Jungs, die das Kokain herausholen sollten, konnten den Container nicht finden. Da es immer wichtig ist, die Ware so schnell wie möglich herauszuholen, stieg mit jeder verstrichenen Minute das Risiko, dass etwas passieren würde. Sie mussten die Lieferung so schnell wie möglich sicherstellen. Und hier kommen die Turtles ins Spiel. Die Turtles waren eine Gang aus Borcherhout in Antwerpen, die jeden Meter im gesamten Hafen von Antwerpen auswendig kannten. Sie hatten Erfahrung im Containerleeren, waren bekannt für ihre professionelle Arbeit und hatten eine hohe Erfolgsquote. Sie wurden als letzte Hoffnung zum Einsatz gerufen, aber leider für alle, die in die Lieferung investiert hatten, kamen sie mit leeren Händen zurück. Selbst diese erfahrene Gang konnte die Lieferung nicht finden. Aber war das wirklich der Fall? Konnten sie es nicht finden? Oder nahmen die Turtles die Gebühr für das Leeren der Container, ohne überhaupt zu versuchen, sie zu finden? Oder eine dritte Möglichkeit? Haben sie das Kokain selbst genommen und ihrem Kunden gesagt, die Mission sei gescheitert? Es war bereits sehr chaotisch, sodass sie problemlos von dem Tumult profitieren konnten. Es gab alle diese Fragen und niemand wusste genau, was passiert war. Die Leute fingen an zu diskutieren und es hieß, plötzlich würden Mitglieder des Turtle-Clans Unmengen an Geld ausgeben. Sie fuhren plötzlich neue Porsches und gaben in den Clubs von Antwerpen ihr Geld wie verrückt aus. Die Situation war so unklar, dass zu diesem Zeitpunkt alles glaubhaft klang. Eine weitere Geschichte, die auftauchte, besagte, dass der Zoll die Lieferung beschlagnahmt und dies geheim gehalten hatte, in der Erwartung, dass es Unruhen in der Unterwelt verursachen würde. Die Zollbeamten sollen angeblich in Zusammenarbeit mit der Polizei gehandelt haben, in der Hoffnung, dass sich die beteiligten Kriminellen gegenseitig ausschalten würden. Es scheint etwas weit hergeholt. Würde die Polizei sowas wirklich planen, mit dem Wissen, dass es sehr gefährliche Konsequenzen haben würde? Darüber weiß ich nichts. Aber wenn die Polizei Unruhe stiften wollte, hat sie definitiv Erfolg gehabt.
Mit jedem vergehenden Tag wuchs die Frustration und Wut begann zwischen Gwennet Barter, Hussein Eid S. und Benauf A. aufzusteigen. Alle wollten wissen, was genau passiert war. Ich muss euch über ein entscheidendes Detail zu diesen drei Männern informieren. Hussein und Gwennet waren früher Freunde und Geschäftspartner. Hussein gehörte zu den höchstpositionierten in der Organisation, die von Gwennet geleitet wurde. Aber ihre Freundschaft veränderte sich, als Gwennet 2007 ins Gefängnis ging und er Najib Bubu als Verantwortlichen einsetzte, anstelle von Hussein. Das machte Hussein wütend. Er verließ die Gruppe von Gwennet, um sich mit seinem Schwager Benauf A. zu verbünden. Von da an waren sie keine Freunde mehr, nur gelegentliche Geschäftspartner. Kehren wir zur fehlenden Lieferung zurück. Die Gerüchte verbreiteten sich weiter. Diejenigen, die es gewusst haben könnten, hätten nichts gesagt, weil es nur Probleme für sie selbst verursacht hätte. Die Unsicherheit schuf so viel Reiberei, dass die drei Männer, die einst erfolgreiche Geschäftspartner waren, zu Rivalen wurden. Die Gruppen verfeindeten sich. Gruppe Gwennet gegen Gruppe Hussein und Benauf. Beide Gruppen beschuldigten sich gegenseitig des Fehlverhaltens und erschufen dabei mehr Frustration und Spannung. Anstatt es friedlich untereinander zu klären, würde der jahrzehntelange Albtraum gerade erst beginnen. Die Gruppe um Gwennet machte den ersten Schritt, um den Konflikt zu lösen und wollte sich treffen. Die beiden Gruppen entschieden sich für ein Treffen im Crown Plaza Hotel in Antwerpen am 18. Oktober 2012. Gwennet hatte einen seiner vertrauenswürdigsten Männer geschickt, um die Situation für ihn zu regeln. Dieser Mann war Najib Bubu, ein langjähriger Freund von Gwennet und die Nummer 2 in der Gruppenrangordnung. Najib wurde von Chris Baumann begleitet. Chris Baumann gehörte ebenfalls zu Gwennets Bande, war jedoch ein problematischer Kerl und nicht der geschickteste Kriminelle. Er ließ sich leicht beeinflussen und hatte an diesem Tag andere Absichten als Najib. Chris war nicht dort, um den Konflikt zu lösen. Er wollte Najib in die Falle locken. Najib hatte im Crown Plaza Hotel übernachtet und kam zum Eingang des Hotels, um sich mit Chris und den anderen zu treffen. Kurz nachdem er nach draußen ging, wurde er von zwei Männern mehrmals abgeknallt. Die beiden Männer schafften es, mit ihrem weißen Volkswagen Golf zu fliehen, den die Polizei später fand. Chris schaffte es zu entkommen und floh vom Tatort, nur um später von der Polizei im Gebüsch versteckt gefunden zu werden. Die Polizisten behandelten Chris zunächst als Zeugen, doch das änderte sich, nachdem sie ein Handy mit seinen Fingerabdrücken im Gebüsch gefunden hatten. Nach einigen Ermittlungen haben sie Chris wegen faules Vergehen unter Verdacht gestellt. Das Handy mit seinen Fingerabdrücken stand in Kontakt mit den Verdächtigen, die Najib angegriffen hatten. Und das war nicht alles. Textnachrichten enthüllten, dass Chris tatsächlich Najib hereingelegt hatte, aber auch seinen Aufenthaltsort mit niemandem anderem als Benauf teilte. Chris hat seine eigene Gruppe verraten und Najib für Benauf hereingelegt. Die beiden, die den Job erledigten, waren Rida Benayam und Marciano P., angeheuert und beauftragt von Benauf. Mehr dazu später. Gwennet war total wütend über den Verlust eines seiner besten Männer. Das sollte nicht das Ziel des Treffens sein. Er wollte sich versöhnen, aber die Gruppe um Benauf und Hussein hat so gehandelt? Eins stand nun fest. Es war der Beginn von etwas sehr lange andauerndem und würde einen erheblichen Einfluss, insbesondere auf Amsterdam, haben. Jetzt gab es keine Regeln mehr, denn die Zeit für Gespräche war offiziell vorbei. Gwennets Bande plante einen brutalen Rückschlag. Doch was als sorgfältig durchgeführte Mission geplant war, endete in einer totalen Katastrophe. Das Ereignis, das am 29. Dezember 2012 stattfand, war in den Niederlanden absolut beispiellos und würde die Perspektive innerhalb des Landes auf organisierte Kriminalität völlig verändern. Gegen 22.30 Uhr saßen vier Männer in einem Range Rover mit französischem Kennzeichen in der Staatsliedenbuurt in Amsterdam und warteten darauf, jemanden zu treffen. Die vier Männer waren Said El-Yazidi, Yusuf Gulkorf, Benauf A. und Rida Benayam, der noch immer auf der Flucht nach dem Crown Plaza Verbrechen war. Plötzlich raste ein silberner Audi RS4 auf sie zu und mehrere Männer zielten auf den Range Rover und feuerten ihre AKs ab. Der Range Rover wurde mehr als 50 Mal getroffen. Der 21-jährige Said El-Yazidi und der 28-jährige Yusuf El-Korf versuchten zu fliehen, wurden aber tödlich getroffen. Benauf und Rida konnten entkommen. Hauptziel dieses Angriffs war Benauf. Aber er schaffte es, in den Kanal zwischen zwei Hausbooten zu springen. Die Männer, die den Anschlag verübten, waren Adil A., Anwar B. und Hamza B. Sie jagten Benauf, konnten ihn aber nicht mehr finden. Benauf wurde Minuten später von einer Frau geholfen, die ihn in der Nähe ihres Hausboots schwimmen sah.
Sie dachte, er sei versehentlich ins Wasser gefallen und bot ihm ein Handtuch und eine Tasse Tee an. Bin Auf lehnte höflich ab und verschwand. Adil A., Anwar B. und Hamza B. hörten auf, nach Bin Auf zu suchen. Ihnen wurde klar, dass sie ihn nicht mehr finden würden. Sie stiegen in ihr Auto und fuhren schnell davon. Zwei Polizisten auf Motorrädern waren in der Nähe des Geschehens und verfolgten sogleich den silbernen Audi RS4. Zwei der Männer im Audi eröffneten das Feuer, was dazu führte, dass die Polizei ihre Verfolgung abbrachen und sich aus Angst um ihr Leben hinter ihren Motorrädern versteckten. Dieses Ereignis schockierte die gesamte Nation und war anders als alles, was jemals passiert war. Es verdeutlichte, dass der Mokro-Konflikt extrem gefährlich und bei weitem nicht vorbei war. Eine neue Generation von Kriminellen wurde enthüllt, die rücksichtslos und impulsiv waren. Adil, Anwar und Hamza gelang es erfolgreich, vom Tatort zu fliehen. Aber was kein Erfolg war, war der Mord, den sie hätten begehen sollen. Mission gescheitert. Bin Auf kam unversehrt davon und war nun bereit, seine Rache zu planen. Letztendlich wurden nach Ermittlungen Adil A. und Anwar B. verhaftet und sitzen nun lebenslange Haftstrafen in den Niederlanden ab, während Hamza B. eine 20-jährige Haftstrafe in Marokko verbüßt. Beide Gruppen haben nun Vergeltungsmaßnahmen ergriffen, aber das war erst der Anfang. Im Vergleich zu dem, was bisher passiert ist, wird es noch viel brutaler, erbarmungsloser und ehrlich gesagt einfach unglaublich. Jeder, der sich daran beteiligte, stand jetzt auf Alarmstufe Rot. Erinnert ihr euch an Chris Baumann, den Verräter, der Gwyneth und Najib in die Pfanne gehauen hatte? Sein Leben würde eine sehr unerwartete Wendung nehmen. Die nächste Folge behandelt die ganzen spektakulären Rückschläge und zeigt, dass bei diesem Konflikt nichts vergessen wird und absolut niemand sicher bleibt. Bis zum nächsten Mal.